Ja, liebe Freunde der solchen Unterhaltung, der Ravenite Mega Man Let's Play von vierten Teil ist wieder da und wir spielen jetzt Skullman. Mal schauen, was uns da erwartet wohl. Ja, toll, toll, toll sieht da aus. Oder doch eine sehr gute Hintergrundmusik, muss ich sagen muss. Oder Stage Theme. Sehr gut, ich finde die sehr gut. Und ja, die Kugeln schießen, die da schießen, stören mich eigentlich gar nicht, weil man kann denen schön ausweichen. Wenn man es geschickt macht. Oder sie im Vorfeld schon abschießen, wie ich es jetzt gemacht habe. Natürlich absolut ohne Intention. Oh. Ja, ich habe mir vorgenommen jetzt, nach dem letzten Video Dustman, was gerade eben vor diesem jetzt entstanden ist, doch jetzt die Robot Master zumindest alle fertig zu machen. Damit ich demnächst einfach mal auf die Stages zugehen kann. Ja, diese Skelette. Ich hätte jetzt zeigen können, dass man die normalen nicht kaputt machen kann. Zumindest nicht auf dem normalen Wege. Denn man kann die Viechern dann nur schwächen. Beziehungsweise sie einmal in sich stürzen lassen. Ja, komm schon, du komische Fledermaus, komm da raus. Jawohl, Fledermaus, komm raus. Gut. Hat geklappt. Ja, die Lebensenergie brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hui! Ja, sicher. Bleib mal schön weg da von mir. So. Edward, was hast du diesmal für mich? Schön, wieder ein bisschen Lebensenergie. Das freut den kleinen Ravenite immer wieder. So, jetzt könnten wir hier weitergehen, aber wir könnten auch nach oben weiterklettern. Was wir auch tun werden. So. Wollen wir mal schauen, weil unten gab es nur irgendwelche Goodies einzusammeln. Wie zum Beispiel einen, ich glaube auch einen Energietank. Wie auch da. Dieser Energietank ist eigentlich recht stressig zu bekommen. Ich werde es versuchen. Ein paar Leben habe ich ja, glaube ich. Ja, 4 Stück. Müsste reichen. Weil den Gegner da kann ich nicht töten, der da ist. Ich müsste es auf eine ganz unorthodoxe Weise versuchen. Ja, toll. Würmchen. Würmchen. Oh, noch ein Leben, ja. Noch ein Versuch mehr. Egal. Leben bekommen. Leben weg. Ja, also den E-Tank. Soll ich ihn mir holen oder soll ich ihn mir später holen? Weil es ist das erste Mal bei Mega Man 4 der Fall, dass man in die Stage zurückgehen kann, auch nachdem man den Boss besiegt hat. Wahrscheinlich haben sich Leute damals zu sehr beschwert darüber, dass man zu oft kaputt gegangen ist an einer derselben Person. Hier muss man wieder mit dem Springen timen. Also das ist ja wieder was für mich. Also ein alter Grobmotoriker für mich. Wunderbar. Ja, absichtlich treffen lassen. Diesmal hinterlässt er kein One-Up. Bis zur Kante gehen und rüber. Nein! Das war zu kurz. Ich glaube, ich lasse den E-Tank liegen. Ja, ich glaube, ich lasse es einfach mal. Vielleicht versuche ich es mal offscreen. Mal schauen. Weil der E-Tank ist eigentlich... Ich habe ja noch einen. Und so viele möchte ich eigentlich gar nicht verwenden. Wie dem auch sei. So. Wir sind ja immerhin an der Hälfte der Stage angekommen. Hüppa. Ich hätte auch von der anderen Seite runterspringen können. Aber den brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. E-Tanks sind überbewertet. Eindeutig. So. Und hier rüber. Wunderbar. Hat geklappt. E-Tanks sind überbewertet, meine lieben Freunde. Glaubt mir, die sind überbewertet. Hep. So. Aber bevor ich hier mit Fluchen anfange, lasse ich es lieber. Oh, Abendrot. Abendrot und Abendrot. Nie kombinieren. Zack. So kannst du nicht werfen. Haha. Bums. Bist kaputt. So, Schwäche von unserem guten, lieben Skullman ist Dustman. Also muss jetzt der Grey Bomber an den Start. Ja. Wie immer springen wir in die Stage, wenn ich ernst meine. Einige haben das schon gemerkt. Haben mich auch drauf angeschrieben. Es ist wirklich so, wenn ich einen Kampf ernst machen möchte, beginne ich zu springen. War nur einmal nicht der Fall, wie bei Quickman, als ich reingesprungen bin. Da war ich einfach nur fasziniert, dass ich die Stage so schnell geschafft habe. Ich habe Skullman eigentlich wesentlich schwerer in Erinnerung gehabt. Und ja. Naja, wie dem auch sei. Geschafft ist es.
knappe 5 Minuten hat es gedauert. Und wir springen wieder hoch und bekommen unsere Energie. Sehr, sehr schön. Genau so. Mal gucken, was wir jetzt bekommen. Wir bekommen die Totenkopfbarriere und sind, ja, kaum verändert. Also hier sieht es eher türkis aus. Naja, wollen wir nochmal schauen, was uns beim nächsten Mal erwartet. Es ist nämlich Diveman. Bis dahin sprach der Raven halt nimmer mehr.